So, die kommen her, die kommen da rein. Das geht richtig flott mit denen. So, wo ist jetzt der Haken bei... Die brauchen nur die Zäpfchen und Tint Copper Wire. Was einfach nur Tint und Copper ist. Die brauchen Carbon und Copper Wire und die brauchen die Solder Plates. Genau, die Solder Plates. Das habe ich noch nicht so ganz drauf, wie die hergestellt wurden. Die waren in dieser komischen Chemiefabrik. Ne, die habe ich selber hergestellt. Dafür brauchten wir nur die... Ne, die habe ich nicht selber hergestellt. Die waren oben bei der Blei-Geschichte. Und bei der Blei-Geschichte. Ja. Du brauchst Blei. Zwar viel. Hier. Nimm Blei hier raus. Tu Blei da rein. Stell dir nochmal eine Kiste hin. Stell eine Kiste nochmal ordentlich hin. Mit einem Ärmchen. Voll mit Bleierz. Und als Brennmaterial solltest du nicht das benutzen, sondern das da. Und nimm mal ein schnelles Ärmchen. Und jetzt sollte das Ding eine ganze Weile laufen, und zwar so lange, bis Tin alle ist. Tin müsst ihr also demnächst wiederholen, das ist aber okay. Ja, es schaut so aus, als könnte das momentan eine ganze Weile so laufen. Bereite schon mal hier ein bisschen was vor. Also wir haben nicht so wirklich einen Engpass. Was ist hiermit? Ah ja, Kohle. Kohle, das könnte ein Engpass werden. Weil ich hier halt auch hin und her laufen muss. Silber? Immer ein bisschen Silber mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das in den Massen brauchen. Du kriegst die Fuelblocks, aber nicht alle. Ich habe gerade gesehen, dass ich selber halt auch zwischendurch Brennstoff brauche für diese kleinen Handöfen da. Und ich krieg Silikon als Bonus. Das ist aber nett und unnötig. Oh, was ist hier los? So, einfach nur rausnehmen. Gut. Gut, 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 gut. Dir fehlt auch Kohle. Okay, das heißt, ich sollte jetzt einen Kohle-Run machen. Das heißt, ich liefere erstmal die anderen Ressourcen ab, irgendwo, wo sie gebraucht werden könnten. Schmeiß dann Zeug in meine noch zu zerstören Kiste. Oder Recycle-Kiste. Wobei ich die Recycle-Kiste... Da hab, ne? Ja. Oh, und die Mauer habe ich gar nicht zu Ende gebaut. Ja, gleich. Erstmal Recycle-Kiste. So, du bekommst die elektronischen Motoren, obwohl wir die später wahrscheinlich brauchen, aber komm erstmal rein. Dann brauche ich die nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es wieder brauche oder nicht, aber ich stelle das einfach mal da rein. Ist gar nicht so viel, ha? Huh? Die können recycelt werden, weil wir haben bald die Lasertürme. Gut, ein kleines bisschen mehr Platz, ist schön. Ne, jetzt nicht noch mehr rausholen. Ich wollte gerade Kohle holen. 1000 noch was Kohle. Das hört sich auf den ersten Hörer gut an. Aber so viel ist das gar nicht. So, du kriegst mal ganz viel Silber. Nimmst dich raus. Irgendwas noch verstopft? Ne. Aber die kommen nicht hinterher mit dem Beladen, weil das nur ein armes Ärmchen ist. Das ist nicht schön. Gib mir das, gib mir das. Gib mir Silber, das braucht man auch für irgendwas. Ja, ist okay. So, Kohle abliefern unten bei Carbonproduktion. Bei den Soldering Plates nicht. Irgendwo anders war das hier noch. Also hier war eins. 200, bam. Und, ah genau, hier, mit Plastik. Dum, 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 dum. So, kriegst auch noch eine Kiste, kriegst ein Ärmchen und tust hier ein bisschen was rein. Damit sich das Ding zur Hälfte oder mehr als die Hälfte mit Plastik füllt. Okay. Schwefel ist genug da, Schwefelsäure theoretisch auch, but Batterien werden gerade gar nicht hergestellt. Nimm die mal alle mit. Bei Batterien werden wir in Massen brauchen für die Lasertürme. So, Resin haben wir auch genug. Nö, ich glaube, das war's schon. Das heißt, jetzt mache ich als nächstes wieder eine Runde für die seltenen Erden.
Wobei ich das echt automatisieren sollte, oder? Ja. Also das ganze Feld werden wir wahrscheinlich durchgehend in irgendeiner Form nutzen. Das heißt, es ist nicht als Baufläche verfügbar. Das heißt, ich mache das Muster mal hier einen kleinen Ticken weiter. Dahin, 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 reißt die komischen Dinger hier ab. Und dann baue ich hier neben direkt eine Weiterverarbeitung hin. Das heißt, die Dinger bekommen jetzt Fließband. So. So. Dann mache ich hier unten die Forschungslabore. Lass die Forschungslabore das grüne Zeug direkt rausnehmen. Und alles, was hinter die Forschungslabore kommt, also nicht für die Forschung gebraucht wird, wird dann weiterverarbeitet zu Magneten. Das ist recht simpel. Aber sollte genau das machen, was ich gerne hätte. So, Staub beheben. Was bist du für ein komischer Grissel? Achso, bist du Schatten. Ja, okay. Das heißt, du kommst damit, du arbeitest gerade eh nicht. Du arbeitest auch nicht. Zip, 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 zip. So, brutzelt mal zu Ende, ist okay. Derweil still ich. Ah, das ist unpraktisch. Ah. So ging es theoretisch. ja, nee. Gar nicht erst anfangen damit, wenn es nicht so werden soll später. Mach das hier alles weg. Mach die Drills mal komplett weg. Genau, da ist nämlich nichts drunter. Weg. 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 So, maximale Abdeckung. Wir hätten gerne... Naja, es wird nichts in maximaler Abdeckung. Ja, nicht wirklich. Also es ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein weiter links und die Dingens passen jetzt hin. Die Labore, wenn wir das so machen. So, dann machen wir die Labore hier hin. Und die schnappen sich hier das Zeug, was sie gerne hätten. Ja. Und wir machen die Labore auch in der Reihe hier weiter nach oben. Und dann kommt einfach alles, was hier abgebaut wird, von oben darum darunter. Das heißt, die müssten hier auch weg. So, noch ein Drill. Zwei Abstand da. Hier geht es jetzt nicht auf. Können wir aber durchgehen, welche machen? Ne, passt auch nicht. Das geht alles nicht auf. Naja, doch so. Immer direkt an dem Pfosten ran, links und rechts jeweils ein. Du würdest hier gar nichts abbauen, oder? Ja, 0,4. Na, 0,4 ist 0,4. Aber trotzdem. So, und jetzt auf der Rückseite. Hier. Wobei sich das alles erledigen wird, sobald wir die größeren Drills haben, richtig? Ja. Da sollte ich vielleicht auch langsam hinarbeiten. Also zumindest MK2er oder so. Aber jetzt haben wir erstmal genug von den Erden. Von den seltenen Erden. Die gar nicht so selten sind, wenn man sich die Karte mal anguckt. Aber ja, gut. So, mitkommen, mitkommen. Wie machen wir das jetzt? Also ich hätte noch ganz gerne, dass die Magnete dann auch hier auf dem Fließband irgendwo lang laufen. Also eventuell an der Rückseite lang. Nee. Nee, 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 nee. Wir müssen das machen, dass sie immer auf der linken Seite ankommen. Also einfach... So.
Das heißt, auf der linken Seite kommen jetzt die seltenen Erden. Die kommen einmal rum, werden hier von eingesackt. Die, die übrig bleiben, laufen hier hinten lang und werden hier hinten verarbeitet zu Magneten. Ja. Ja, ist okay. Und zwar setzen wir dafür einfach hier Fabriken hin. Das wird in einer ganz normalen Fabrik gemacht, denke ich mal. Fabrik. Du unter was Fallmagneten? Unter das da. So, du nimmst rein und tust es dann nach hinten. So, und das macht hier so einen richtig schönen Lavalampenkreis, wie wir es kennen von früher. Sehr schön. Ne, bau keine grünen Ärmchen, bau hier Fließbänder. Ja, du brauchst noch Eisenplatten. Ja, das ist jetzt problematisch. Und das auch. Ach. Her damit. Wir brauchen eine Kiste in der Mitte, aber es gibt keine Mitte bei diesem doofen Muster. Außer man benutzt Zweierkisten. Wir haben noch keine Zweierkisten, ne? Ne. Diese blauen Kisten könnte man dafür benutzen. Egal, mach. Ja. Ich brauche Lentfüll. So. Dann du rein, raus. Magnet. Shift rechts, Shift links. Und hier rein kommen jetzt Eisenplatten. Und da machen wir später diese blauen, komischen, der Schismedingens. Die Ausgleichskisten. Die da. Equalizer Chest. Intelligent Chest that equalizes its contents with its neighbors. Also, wenn ich jetzt hier 200 Eisenplatten reintue und es sind beides blaue Kisten, dann müssten die sie aufteilen auf 100-100. Und dann macht es genau das, was ich gerne hätte. So, Batterien kommen. Das ist, Quatsch. Magnete kommen. Das ist gut. So, und das sollte sich jetzt selbst regeln. Also irgendwann werden im inneren Kreis zu viele Magnete sein, dann werden die nicht mehr hergestellt. Dann ist auf dem äußeren Kreis irgendwann zu viel Erde. Oh, das ist nicht gut, wenn zu viel Erde da ist. Das heißt, wir machen dann hier grünes Ärmchen. Grünes. Was? Wir haben kein Eisen. Yeah. Okay, wir machen gleich hier ein grünes Ärmchen. Und das nimmt sich von hier alles an grüner Erde weg, was überbleibt. Also was weder von den Fabriken hier benutzt wird zum Forschen, noch von denen hier, um Magnete herzustellen. Ja, das klingt sehr gut. Also brauche ich jetzt einfach nur Eisen von oben. Ja, ich brauche definitiv Eisen. Da ist auch schon wieder alle. Gib mir Blei, gib mir das da. Das ist okay. Achso, selber könnte ich auch ein bisschen was herstellen, oder? Hä? Achso, ich habe auch schon wieder kein Eisen. Ja. Eisen. Gut, mehr davon. Und Eisen abliefern. So, du kriegst Eisen. 800 Stück erstmal. Gib mir tolle Chips. Ja. Oh, und 24 habe ich davon. Die sollte ich auch mal setzen. Euch nehme ich mit. Bitteschön Blei. Achso, hier ist ja auch ein bisschen Blei, ne? Ja, und gib mir die Kohle. Du teilst dir die Sonderkohle mit dem da. Okay. Plastik muss ich auch nicht holen. Nö, läuft alles super. Warum bin ich hier unten? Achso, weil ich die Akkus setzen wollte. Damit wir auf 5 Gigajoule kommen. Oder so ähnlich. Ich vergesse es immer wieder aus Back to the Future, wie viel Gigawatt das waren. War noch Gigawatt, oder? Ach ja. Ja, setzt die oben drauf. Und dann gucken wir uns gleich die schöne Zahl mal an.